Der Karpfen soll wieder begehrte Spezialität auf dem Weihnachtstisch werden. Eine Herausforderung auch für erfahrene Köche und Wirtsleute. Kein Problem allerdings für den berühmten Landgasthof Neugebauer in der Lölling, der für seine Qualitäten ja weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist. Beim Neugebauer testeten die Spargelwirte Karpfenspezialitäten, aber auch unser Kärnten heute dabei, Team, das sich zuvor noch unter die Freunde der Gendarmerie und Polizei mischte. Dieser Verein der Freunde der Exekutive feierte in der Schleppe-Eventhalle den 10. Geburtstag. Die Gesellschaft der Gendarmerie und Polizei ist mit 44 Mitgliedern gegründet worden und heute sind es bereits 1400. Wir unterstützen immer wieder Menschen, die in Not geraten sind, vor allem aus dem jetzigen Polizeikorps, die wirklich unbedingt Hilfe der Freunde und Kameraden brauchen. Im Grundsatzstatut haben wir drinnen, dass ein Gendarmeriefreund oder Polizeifreund ein solcher ist, der diese schwierige Arbeit des Gendarmen und Polizisten, diese Ambivalenz des Berufes auch akzeptiert. Gibt es wirklich Freunde der Polizei? Es gibt sicherlich Freunde. Ich hab das oft erlebt in meiner beruflichen Tätigkeit, dass es sehr viel auch der Gendarmerie und Polizei gutgesinnte Leute gibt. Ich bin der Meinung, man sollte mit der Polizei gemeinsam an einer besseren Welt arbeiten und es gibt in jeder Gesellschaft, in jeder Gruppe gibt es solche und solche. Wir haben einen Grundsatz. Das Mitglied unseres Vereins soll Vorbild sein. Es soll Vorbild sein im Straßenverkehr und auch Vorbild in der Zivilcourage. Also dass jemand zu uns dazugeht und glaubt, dass er dann seine Parkscheine in den Papierkorb werfen kann, das ist ein Irrtum. Das wollen wir nicht und das soll auch nicht so sein. Wenn die Einsicht des Übeltäters gegeben ist, kann natürlich der Kollege oder die Kollegin von einer Abmahnung, wie es im Gesetz so schön heißt, Gebrauch machen. Und dazu muss aber die Einsicht auch sein. Es war eine Figur, an die man sich heute noch sehr gerne erinnert. Der ist leider schon gestorben. Das war ein Gendarmeriebeamter, der eine wunderbare Eigenschaft hatte. Er konnte nicht strafen. Und das ist doch eigentlich ein Vorbild für die Exekutive, würde ich sagen.